GNTM Anotilda, froh über Steffi Giesingers Klinik Uptate. Bei der sich Organe im Körper verdrehen können, vor wenigen Tagen musste die 21-Jährige deshalb ins Krankenhaus eingeliefert werden. Kurz darauf postierte sie ein Gesundheits-Update, indem sie eine Warnung gab. Ihre Mannequin-Kollegin Anotilda Plepetj, 20, die an der darauf folgenden Castingshow-Staffel teilgenommen hat. Starker Support für Stefanie Giesinger, 21. Derzeit macht die einstige GNTM-Siegerin der 9. Staffel erneut besorgniserregende Schlagzeilen wegen ihrer Erbkrankheit. Freut sich, dass es ihr wieder besser geht und verrät gegenüber Promiflas, wie sie es findet, dass Steffi auch solche Momente mit den Followern teilt. Ich finde das total stark, weil man sich halt auch Sorgen macht. Ich kenne die Stefanie selbst und wir haben auch schon darüber geredet, erklärte das Model im Promiflas-Interview auf der Glove in Dortmund. Anstatt einfach inaktiv zu bleiben, sondern wirklich zu sagen, hier ihr Leute, mir geht's nicht gut, es ist nicht immer alles perfekt. Die gebürtige Thailänderin findet es außerdem bewundernswert, wie sie mit ihrer Krankheit umgeht, ich finde es total toll von ihr, dass sie offen darüber spricht. Im vergangenen Dezember machte die Laufsteckschönheit schon einmal schockierende Schlagzeilen wegen ihrer Wanderorgane, doch damals, wie auch bei ihrem aktuellen Klinikaufenthalt, zeigt sich Stefanie stets tapfer und kämpferisch. Der Grund dafür sei unter anderem auch der starke Rückhalt, den sie durch ihren Freund Markus Butler, 26, und ihren Kumpel Yannick erfährt. Den beiden dankte sie mit rührenden Worten auf Instagram.